Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Gericht aus der Kategorie Exotisches mit Nudeln. Tolle Kategorie eigentlich, muss ich sagen. Ja, finde ich gut. Wir machen heute in der Tat einen exotischen Nudelsalat, so mit Curry und Sesam, mit Möhren. Und dazu habe ich jetzt schon mal einen Liter Wasser hier in unseren Kessel eingefüllt. Den Varoma habe ich schon mal vorbereitet, denn hier kommen jetzt 300 Gramm Möhren, die wir schon in Stifte geschnitten haben, rein. So, 12 Minuten wird das Ganze jetzt im Varoma gedünstet. Auf Varoma Stufe natürlich. Geschwindigkeit 1 und dann sehen wir uns gleich wieder. Während unsere Möhren jetzt hier vor sich hin gedünstet werden, können wir schon mal mit dem zweiten Arbeitsschritt beginnen. Und zwar werden wir jetzt in der Pfanne 2 Teelöffel Sesam anbraten. Das geschulte Hausmannauge sagt jetzt natürlich sofort, das hier sind mehr als 2 Teelöffel. Das stimmt. Ich mag Sesam. Ja, deswegen mache ich lieber ein bisschen mehr rein. Also 2 Teelöffel, wie gesagt, steht im Rezept, aber ich nehme einfach ein bisschen mehr. Wir machen das auf nicht ganz hoher Stufe, also ein bisschen mehr als Mittel und zwar auch ohne zusätzliches Öl, weil der Sesam an sich ja schon sehr viel Öl enthält. Und man muss beim Sesam aufpassen, der wird nämlich sehr schnell schwarz. Also da sollte man nicht zu lange, also wirklich den rösten, wenn nur rösten ist eigentlich das eigentliche Wort, ne? Nicht anbraten, das heißt rösten, wir rösten den Sesam. Egal, ihr wisst, was ich meine, das ist die Hauptsache und ihr seht es auch. Angebratener Sesam, sagt kein Mensch, man sagt gerösteter Sesam. So, die ersten 12 Minuten sind vorbei. Jetzt setzen wir den Varoma vorsichtig ab. Ich finde das eigentlich immer ganz praktisch, dass man das hier so draufstellen kann. Denn in das Wasser kommen jetzt unsere Nudeln. Das sind 120 Gramm Vollkornnudeln, in dem Fall sind es Penne. Die kommen hier einfach in den Topf rein. Deckel schon wieder drauf. Varoma wieder drauf, Deckelchen wieder drauf und dann kochen wir das im Linkslauf gemäß der Zeitangabe auf der Packung. Bei uns sind es jetzt 9 Minuten, bei euch dann halt entsprechend eurer Nudelsorte. Ne? Also, und zwar wichtig ist hier nicht nur, dass wir auf der Varoma-Stufe dann bleiben, ganz klar, also 9 Minuten Varoma-Stufe, sondern dass wir den Linkslauf aktivieren und das Ganze in der Sanftrührstufe machen. Linkslauf, Sanftrührstufe, 9 Minuten Varoma. Bis gleich. So, es ist soweit. Unsere Karotten sind gar, die lasse ich jetzt mal hier noch so ein bisschen abtropfen. Die Nudeln gießen wir jetzt ab. Ich gieße die jetzt hier über den einen Satz ab. So, meine Lieben, das sind die Nudeln. Die sind jetzt al dente, das heißt bissfest. Die Karotten kommen dazu. Das mischen wir jetzt gleich. Wir lassen das aber noch ein bisschen abkühlen. Einmal so ein bisschen miteinander vermischen. Und dann stellen wir das mal zur Seite. Den Mixtopf, den waschen wir jetzt einmal kurz aus, spülen ihn kurz aus, dass er auskühlt, denn dann kümmern wir uns um das Dressing hier für unseren exotischen Curry-Nudelsalat. Unser Dressing machen wir wie folgt. Ich habe jetzt hier 3 Stängel Petersilie bereits abgezupft, kommt hier in unseren Kessel und das schreddern wir jetzt 2 Sekunden auf Stufe 10. So, dann schieben wir das mit dem Spatel nach unten. Die Petersilie schön klein gehäckselt. Und wir können die weiteren Zutaten für unsere Soße, unser Dressing hinzugeben. Als da wären 80 Gramm saure Sahne, Zitronensaft habe ich hier 10 Gramm schon mal abgewogen. Dann einen Teelöffel Salz,
Ein bisschen Pfeffer natürlich, klar. So, und jetzt kommen unsere exotischeren Gewürze. Hier haben wir Currypulver. Übrigens mal so als eigene Erfahrung von mir. Currypulver, das ist ja, Curry kennt man ja auch als, gibt ja auch ein Curry-Gewürz. Ja? Das ist eine Kräutermischung. Das kann man auch selber machen, denn hier sind eigentlich nur bestimmte Kräuter drin. Koriander, Chili, bisschen Kurkuma und so weiter und so fort. Vielleicht werden wir mal in irgendeiner Folge zeigen, wie man Curry-Mischung selber macht. Weil ich mache die zu Hause selber, weil ich eine Freundin habe, die eine extreme Knoblauchallergie hat. Und in Currypulver ist immer Knoblauch drin und deswegen mache ich das ohne Knoblauch. Vielleicht machen wir das mal in irgendeiner Folge. Ja, wenn ihr da Interesse dran habt, könnt ihr gerne selbiges bekunden. Ja. Wir machen einen Teelöffel Currypulver rein in unsere Soße. Das ist jetzt normales Standard-Currypulver, also jetzt nichts besonders scharfes. Dann einen Esslöffel Sojasauce. Dann nehme ich die dunkle. Ja. Es gibt auch helle Sojasauce, aber ich nehme die dunkle. Und das hier, das ist Worcestersauce. Ja, da kommen 3 Spritzer von rein. Worcester. 1, 2, 3. So, fertig. Das Ganze wird jetzt vermischt. 10 Sekunden auf Stufe 4. Und nochmal kurz abgeschmeckt. Ja, dann schauen wir mal, wie sich das macht. So, oh, da hat sich jetzt ziemlich viel oben abgesetzt. Ich gehe da mal mit dem Spatel noch mal rein und mache das noch mal nach unten. Jetzt schmecke ich das auch mal gerade ab. Es ist noch etwas säuerlich. Ich mache da jetzt noch einen Teelöffel Honig rein. So, ich mache das jetzt Augenmaß. Zack, etwa einen Teelöffel Honig. Mischen wir das Ganze mal nochmal. Ich lasse nochmal 10 Sekunden Stufe 4 laufen. So, jetzt auch eine schöne Konsistenz hier. Schauen wir mal. Viel besser. Wirklich. Also es hat jetzt so dieses süß-saure. Ich finde das gut. Dann machen wir das jetzt mal auf die Nudeln drauf. Und beziehungsweise hier auf unseren Nudel-Karotten-Mix. Der ist noch nicht ganz ausgekühlt, aber die Nudeln sind übrigens richtig schön al dente geworden. Und dann schauen wir mal, wie das schmeckt. Manchmal ist es echt kurios. Ne? Es gibt ja Rezepte, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Es gibt ja Rezepte, wo du gerade so One-Pot-Gerichte, wo du so am Ende die Soße machst, wo du unfassbar große Soßenmengen hast und du denkst, da kriege ich nie unter. Ja? Die Soße ist immer toll lecker, aber viel zu viel. Ja? Hier ist jetzt so, dass ich denke, könnte noch ein bisschen mehr Soße sein. Schauen wir mal, ob das reicht. Seit neuestem habe ich übrigens einen Salatbesteck. Großartig. Muss ich nicht mehr mit der Suppenkelle umrühren. Oh, jetzt toll. Das sieht doch echt appetitlich aus. Jetzt vielleicht nicht gerade hier an der Glasschüssel, aber ich glaube, das schmeckt richtig gut. Wobei ich jetzt sagen muss, mengenmäßig ist das vielleicht eine Vorspeise für 2 bis 3 Personen. Ja? Also passt da vielleicht einfach auch die Menge nochmal an. Ihr könnt das ja durchaus verdoppeln. Also wenn ihr jetzt irgendwie, was weiß ich, für die Grillparty, da brauchst du mit sowas nicht ankommen. Ne? Also das nochmal so als Tipp. Wir hatten schon eben beim Abwiegen und beim Raussuchen der Zutaten, ne? Da haben wir schon gesagt, 120 Gramm Nudeln, das ist ja nichts. Das ist in der Tat nicht wirklich viel. Also man könnte das echt so als Vorspeise dann servieren, weißt du, wo du dann nur so eine kleine Portion, ich sag dann immer so diese Voila-Portionen und so, voila. Ja, so ein bisschen so. Ja, aber trotz allem muss ich jetzt mal probieren, wie es schmeckt. Ja. Salatbesteck brauche ich nicht mehr, nehmen wir nur zum Rühren. Ich esse direkt aus der Schüssel. Es ist meine Küche. Also riechen tut es wirklich gut. Ich bin sehr gespannt. Ja, das ist geil.
Das kann man auch durchaus lauwarm essen. Also ihr könnt das natürlich auskühlen lassen, dann wird es vielleicht auch nochmal von der Soße ein bisschen fester. Aber lauwarm schmeckt es auch richtig gut. Das ist echt gut. Ja, und eigentlich ein sehr einfaches Gericht. Ihr könnt natürlich diese Soße auch noch mal ein bisschen variieren. Da vielleicht auch noch Senf dazu machen oder vielleicht auch mal eine andere Gewürzmischung dazu reinmachen. Also das, denke ich, ist wirklich ein schönes Rezept, bei dem man Varianten einbauen kann und auch mal experimentieren kann. So wie ich gerade gesagt habe, machen wir halt noch ein bisschen Honig rein. Ihr solltet das mal ausprobieren. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Dieses Rezept aus unserem Wunderkesselforum. Und da solltet ihr auf jeden Fall auch mal reinschauen, denn nur im Wunderkesselforum gibt es die besten Rezepte rund um das Thema Thermomix. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert hier unseren Kanal, schön das Glöckchen drücken, damit ihr wisst, wenn wir neue Videos rausgebracht haben. Das ist im Moment mehrfach die Woche, also auf keinen Fall was verpassen. Ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat und ihr ein Like da lasst. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit. So. Und wisst ihr, was mir gerade passiert ist? Ich habe euch jetzt schon verabschiedet, ne? Und da dachte ich, komm, wir essen mal hier und sagen, oh, ist eigentlich ganz lecker, aber es fehlt noch so ein bisschen was Knackiges. Da haben wir schon überlegt. Und dann ist mir eingefallen, ich habe Sesam geröstet. Ja? Ich habe eben extra mehr Sesam geröstet, weil ich Sesam mag. Der stand da neben dem Honig, habe ihn nicht gesehen. Leute, das muss auf jeden Fall da rein. Ja? Brauche ich auch Salatbesteck nochmal. Haben wir das nicht umsonst gekauft? Jetzt rühre ich nochmal um. Jetzt machen wir das ganze Prozedere nochmal von vorne. Weil ich glaube, durch dieses Sesam bekommt das nochmal so einen extra Pfiff. Schmeckt jetzt noch besser. Wir tun jetzt mal so, als hätte ich eben noch gar nicht probiert. Ohne Witz, vergesst nicht den Sesam. Mal genau das ist das, was gefehlt hat. Ohne Spaß. Nein, es ist jetzt echt nochmal knackiger und Sesam hat ja wirklich auch einen sehr starken Eigengeschmack und passt natürlich perfekt zum Asiatischen oder zum Exotischen oder wie auch immer ihr das nennen mögt. Also Sesam nicht vergessen, dann schmeckt es noch besser. Tschüss.